Hast du recht. So, ein bisschen läuft der Buff noch. Schnell, 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 schnell. Yeah, oh yeah, oh yeah. Wow. Wunderbar. Ich bin geheilt. Warte, warte, warte. Da diese blöde Keule raus. Nein, leider. Hätte ja sein können, dass wir mehr Schaden machen. Kommt da was raus? Nein, kommt nichts raus. Ja. Stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Ich sagte stirb. Du lebst zu lange. So, da. Ah, ich glaube, das mit der ganzen Karte ablaufen, das könnte echt ein bisschen langwierig sein. Hm? Aber einfach dazu auch einen Kommentar abgeben. Und wenn es auch lieber ist, dass ich einfach so schnell wie möglich zum nächsten Punkt glaubte, dann mache ich das auch. Was ist denn hier? Stirb. Stirb, 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 stirb. Oh yeah, sie brennen und haben keine Chance. Ach, da drüben waren wir schon. Was ist hier los? Oh yeah, und da holen wir uns mehr Damage. Und zwischendurch mit einem Heiltrank. Ach, das liegt eh auf Q. Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was? Was denn das jetzt für ein mickriger Wurf? Na also. Oh, da ist was. Da ist was Großes. Oh. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich wurde geheilt. Geh weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Moment, zuerst die. Dann was wegschmeißen. Das am besten. Zack. Schild. Bleh. Ich will kein Schild. Grüß euch! Meine Untoten! Habt ihr mich vermisst? Ja? Wär die mal tot geblieben? Aber nein! Ihr müsst ja da rauskommen! Ein echter Volltreffer. Meine Kraft kehrt zurück. Moment, da... Keine Ahnung, das... Macht auch weniger Schaden. So, hier ist ein Schrein. Ach, das war nur die Armschiene. Ja, na stirb halt. Stirb halt. Da liegt ein Toter. Er hatte nichts dabei. Was habe ich für einen Buff? Achso, Angriffsgeschwindigkeit, okay. Oh yeah, oh yeah. Genau, so muss das laufen. Sehr schön. Es sind noch viel zu wenig Monster hier im Bild. Ich wurde geheilt. Oh, da kommt noch einer raus. Da ist noch einer. Ja, so 5 bis 6 Schaden ist leider nicht viel, aber was soll's. Der nächste Schrein. Schrein des Schutzes. Hey, da liegt Gold auf der Straße.
Na, Dicker, kommst du rauf? Ach, ich glaube, ich gehe jetzt gleich da rein. So. Da die paar hauen wir noch nieder. Zack, zack, zack und zack. Wir brauchen viel mehr Spinnen. Und Feuer brauchen wir. Und vor allem Feuer. Geh weg. Oh, ein Heiltrank. So, es ist immer gut. Sucht nach dem Altar des Kanzlers. Mach mal gleich, ich gehe nur schnell verkaufen. So, alles redebedürftig hier. So, weg, 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 weg. Ich glaube, ich sammle wirklich nur mit das Blaue auf. Sonst sind die ganze Zeit meine Taschen voll. Ups. Das wollte ich eigentlich machen. So. So, und wird sein Bein haben wir auch verkauft. Wunderbar. Und hier muss ich hin. Gut, dann starten wir einfach gleich hier rein. Und wenn ich dann die Krone habe, werde ich dann mal ein kleines Aufnahmebäuschen machen. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nein, lauf nicht weg, Mr. Goblin. Nein, du sollst nicht weglaufen. Ich will dich nur töten. Yeah. Ach, verdammt. Geht sich immer noch nicht aus. Ja, Spinnen. Mach das. Mach das Vieh tot. 819 Leben. Ach du Scheiße. Ja, jetzt weglaufen. Natürlich. Du feiges Schwein, du. Ja, und was ist mit euch zwei? Schade, schade, dass der Goblin so viel Leben hatte. Gut, dran denken. Nur das Blaue nehmen. Nur das Blaue. Der Rest bleibt liegen. Mich juckt es jetzt schon in den Fingern, zurückzulaufen und das Weiße aufzuheben. Aber nein. Bleib stark. Ups. Hier muss ich lang. So. So. Oh, eine Heilkugel. Und Urnen. Ich glaube, hier wird nichts sein. Hm? Aber vielleicht gibt es ja wenigstens ein Event hier. Das bringt auch immer gute Erfahrung. Was sehe ich denn hier? Da, 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 da. Was? Geht weg. Oh, sie hat schon gesagt, die Krone ist hier nicht zu finden. Na gut, dann gehen wir gleich wieder raus hier. Wir wollen die Krone. Oh, da liegt einer. Hm. Naja, hat nichts dagegen, wenn ich sein Geld nehme. So, wo haben wir hier noch einen Eingang? Hier diesmal nicht. Ist vielleicht ein Schrein da? Ja.
verbrennt, ihr Höllenviecher. Ich habe nicht genug Mana. Puh, das Diablo 3 braucht aber Extremspeicher, sehe ich da gerade. Beim Aufnehmen. Nicht schlecht. Aber ich mache dann echt gleich mal eine kleine Pause. Hey, ihr packt euch einfach so rauf. Was soll das? Ha! Einen 5er Stack gesammelt. Ja, ihr könnt ja nichts. Wieso probiert ihr es überhaupt? Oh, das sieht so aus wie der Raum, wo ich eigentlich hin muss, wo die Krone liegt. Gut, schauen wir mal weiter. Oh, gleich Level 10, gleich Level 10. Ich weiß nicht. Das gefällt mir das irgendwie viel besser. Macht mir Schaden. Oh. Stirb. Oh. Da kommen viele, da kommen viele. Oh, da kommen noch mehr. Ich habe was Neues bekommen. Oh, eine Passive. Was haben wir hier? Reduziert sämtlichen Schaden, der von euch und euren Dienern erlitten wird, um 15%. Immer wenn ein Gegner innerhalb von 12 Metern stirbt, besteht eine Chance von 30%, dass ein Zombiehund automatisch erscheint. Gegenstände, die den Radius erweitern, in den Gold aufgesammelt wird, erweitern auch die Reichweite dieses Radius. Hm. Habe ich dann mehr als 300 oder bleibt das immer bei 3? Aber weniger Schaden bekommen? Ach, Damage! Was überlege ich hier eigentlich? Nichts geht über Damage. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, sieht so aus, als wenn da jetzt ein Hund ersetzt worden ist. Hm, ups, rauf da. Was? Auf den Punkt gekommen? Beschwört gleichzeitig 3 Zombiehunde, ohne die Fertigkeit Zombiehunde beschwören zu nutzen. Ah, okay, dann kann ich nicht mehr als 3 haben. Das ist irgendwie schade. Im Prinzip bringt das dann ja gar nichts. Wenn ich sowieso immer meine 3 habe, dann nehme ich da weniger Schaden bekommen. So, was haben wir hier? Sehr gut. 21,5 Schaden schon. Oh mein Gott. Das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. So, da ist was, da ist was. Geisthafte Mörder. Das macht schon gut Schaden auch, der Angriff. Nicht schlecht. 25, 27. Gut, wobei man jetzt sagen muss, ich bin ja gerade aufgeladen. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Oh, wow, wow, wow.
Holen wir uns wenigstens einen 1er-Stack. Los, drauf da! Ich brauche 3 Hunde, dann geht er schneller runter. Töten, 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 töten. Zweimal noch schießen. Sehr schön. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Ich konnte doch nur vor ihm fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Nein, ich werde nicht fliehen. Ich suche ja das Böse. Oh yeah, oh yeah. Man merkt deutlich, ich bekomme weniger Schaden. Und kann noch mehr Kamikaze-mäßiger spielen. Sowas mag ich. Kamikaze-Aktion, Alter. 43 schon. Da vorne ist die Krone, aber wir schauen uns noch schnell ein bisschen hier um. Hier, Skeletor. Und Gold. Und gar nichts. Und ein Steinsarg. Na gut, dann her mit dem Krönchen. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. 1178 Leben schon. Ach verdammt, gerade jetzt hat er sich weggeportet. Oh, du gehst ja ekel drunter. Wunderbar, so muss das sein. Stirb. Vielleicht bist du Geschichte. Da haben wir sie. Und das Stadtportal haben wir jetzt bekommen. Endlich. Super. Oh. Ich habe einen Hund verloren. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Wir alle suchen den Sinn im Leid. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Na gut. Sprechen wir da noch mit Kane? Die Krone befindet sich in meinem Besitz. Zeigt mir den Weg zum verlorenen König. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Die Seuche des Skelettkönigs verpestet das Land. Ich werde ihm ein Ende setzen und den Stern finden. Jawohl, das werden wir. Aber erst beim nächsten Mal. So. Gut, beim nächsten Mal werden wir uns dann beim Schmied das machen lassen. Jetzt mal werden wir das ganze Zeug hier zerstören. Das ist eh alles Schwäche. Gut. Ja, passt. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, schreibt dazu, soll ich jetzt mal nur bis normal Diablo machen oder soll ich es weiter tun? Auch wegen den Edelsteinen. Soll ich die besten nehmen, die ich habe, oder einfach nur die schwächste von jeder Form? Ich meine, kann ich euch ja zeigen. Ich habe aber viel gerümpelt hier drin. Ich mein,
das alles werde ich nicht ausrüsten. Das ist alles, was ich mir da einfach für einen Twink oder so aufgehoben habe. Man sieht ja hier Ringe für 6 und so oder für 31, 45, damit ich die ein bisschen ausrüsten kann. Man, wenn ihr meint, ich soll nur die kleinsten nehmen, also die ledierte Version von allen, dann würde ich nur die benutzen. Und ja, sonst würde ich halt den makellosen. Man, die anderen sind ein bisschen zum teuer zum Herstellen, die habe ich nur auf meinen 60er. Zur Not, sonst würde ich halt die nehmen. Man, ist halt ein Unterschied. Entweder, gut, ich muss hier auf da, zwischen 6 und 34 Int ist natürlich ein extremer Unterschied. Und extremer Damage Boost. Ja, also wie gesagt, schreibt es einfach dann in die Kommentare, wie was waren. Sonst noch irgendwie was zu sagen? Nö, das war's eigentlich. Gut, ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Da werden wir dann den Skelettkönig da ein Ende bereiten und wahrscheinlich auch gleich bis zum Schlechter spielen. Ja, und natürlich auch schmieden. Man, bin schon gespannt, da werden wir unseren Damage extrem pushen. Jetzt haben wir 21, ich schätze mal verdoppeln werden wir ihn wahrscheinlich. Dadurch, dass ich ja wirklich da nur Müll anhabe eigentlich. Ja, aber lassen wir uns überraschen. Oh, da liegt was. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Ruhe. Ja, gut. Okay, dann danke fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Graphos.